Jo, ich bin's wieder, euer LP Pass 96. Ich möchte mal eine kleine Roomtour machen, weil ich jetzt vor kurzem umgezogen bin. Um genau zu sein, gestern. Und ja, das war ja mein früheres Zimmer. Also meine ganzen Poster sind noch da. Also die zwei da. Das war mein früheres Zimmer. Und da zieht jetzt meine Mutter rein. Und ja, mein Vater. Und ja, jetzt kommen wir mal zu meinem richtigen Zimmer, also meinem neuen. Mach ich erstmal Licht an, damit man das sieht. Genau. Also, hier haben wir einen Schrank mit all meinen Büchern. Hier ist eine Uhr, die nicht funktioniert. da mal ein Safe, wo ich mein Geld verstauen kann. Hier ist mein kleines Schulprojekt. Let's Play. Ja. Hier haben wir mein Stativ. Hier ist noch ein großer Schrank. Das muss ich noch irgendwo reinräumen. Das habe ich noch nicht gemacht. Auch noch immer ich das machen werde. ja. Meine ganzen Sachen. Da sind noch Sachen für meine Mutter. Die müssen noch rausgeräumt werden. Steine. Wer liebt Steine nicht? Oh, Hypnose. Was zum gut riechen? Meine ganzen Filme. Hier ist zwei Spiele, Wii-Spiele. Und hier haben wir die DS-Spiele. Eigentlich habe ich doch mehr Wii-Spiele. Das kann doch nicht wahr sein. Gut. Okay, komisch. Und meine ganzen selbstgemachten Filme haben wir hier auch noch. Oder sind das, warte mal. Ich glaube, das sind alles meine Rohlinge, oder? Ah, nee, das sind nur die Rohlinge. Hier sind die Filme, die ich selber gemacht habe. So, jetzt gucken wir mal hier rein. Oh, wunderschön, es ist leer. Muss man hier? Ah, genau. Auch so ein bisschen Gerümpel. Oh mein Gott. Mein Schulalbum. Krass. Da war ich noch. Wie alt war ich da? 12, 11, keine Ahnung. Jetzt bin ich 19. Aber hier haben wir noch was. Wo bin ich denn da? Genau, da bin ich. Ah, scheiße, sieht man nicht so richtig. Okay. Weiter. Ist auch leer. Da haben wir noch so ein Buch. Leer. Hier haben wir noch ein paar CDs, Rohlinge und so. Und meine Wii. Ich kaufe mir jetzt wahrscheinlich eine Wii U. Ich habe jetzt die 1000 Dollar bekommen. Aber ich komme leider im Moment nicht in PayPal rein, weil ich gesperrt wurde. Als Sicherungssperrung. Keine Ahnung. Ich hoffe, es wird jetzt bald wieder geöffnet. So, jetzt kommen wir zu meinem Schlafzimmer. Ein bisschen Nom-Noms. Mein Fernsehen. Receiver. Nee, DVD-Player. Irgendwelche Karten. Und hier habe ich ein paar Dollarscheine. Boah, ich bin reich. Genau, das sind ukrainisches. Das sind Dollarscheine. Habe ich sehr viele. Nein, es sind nicht die vom PayPal. Man kriegt da schon Euro. Es wird ja in Euro umgewandelt. Also keine Angst. So. Hier haben wir meinen besten Freund. Ein Meteoritstein. Hallo, wie geht's dir denn heute? Wer unlogische Dinge im Pokémon angeschaut hat, weiß, wer das hier ist. Und? Ein ziemlich echt aussehender Gecko. So, und das ist die Seite für meinen Bruder, der manchmal auch immer hier schlafen wird. Der war ja jetzt für ziemlich lange Zeit nicht da, was mich sehr traurig gemacht hat. So, und jetzt das Besondere an diesem Bett hier. Warte, sieht man das? Das ist ein Wasserbett, Leute.
Ein richtig krasses. Da kann man richtig gut schlafen. Da macht das Schlafen sogar Spaß. Jetzt brauche ich bloß noch einen Tisch, um meine Let's Plays wieder zu machen. Weil auf dem Wasserbett zu spielen ist nicht so schön. Das fühlt sich ein bisschen doof an. Ja, hier haben wir meinen Computer. Sehr einsam. Oh, scheiß Ding. Und ein bisschen Energy Drink. Cola. Und ja, hier sind meine selbstgemalten Bilder. Hallöchen. Und ja, mein Arbeitsranzen, den ich immer mitnehme. Und ich glaube, das war's dann, oder? Oh, jetzt klingelt's. Genau. Ah, genau. Hier verstaue ich meine ganzen selbstgemalten Bilder. Also Stifte erstmal. Genau, hier sind meine ganzen selbstgemalten Bilder. Muss ich auch mal zitieren. Gott im Himmel. Das wird lustig. Oh, ich habe was gefunden. Boomband. So. Na, wen haben wir denn da? was? Wo muss ich denn Dollar scheuen? Illuminati. Mein Gott, ich brauche eine neue Kamera. Ja, auch selbstgemalte Bilder. Und mein T-Bone. Ich komme zurück zu Pokémon. Ja. Okay, ich hoffe, es hat euch die Roomtour gefallen. Und ja, Let's Plays werden jetzt auch bald wieder anfangen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf auch schon wieder. Und dann sage ich jetzt... Bis bald und ciao! Rar.